Jannik Schetti, der Jugendsprecher der NEOS, ist am Wort. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher. Noch ein Wort zum Kollegen Machetti. Kollege Machetti hat 4 Minuten 20 geredet. Von den 4 Minuten 20 hat er 4 Minuten 20 über Wien geredet und nicht über das, wofür wir hier verantwortlich sind, nämlich für die Bundespolitik. Und er hat da über Wien gesprochen. Jetzt ganz ehrliches Wort. Läuft in Wien alles gut? Läuft in Wien alles gut? Nein. Haben wir das behauptet? Haben wir das behauptet? Nein. Aber Sie trauen sich, dass alles gut läuft in Wien, dass es keine Probleme gibt, dann sollten Sie besser zuhören. Ja? Sinnerfassendes Hören ist vielleicht auch eine Kompetenz, die Sie noch lernen sollten. Aber Sie trauen sich alles allen Ernstes. Sie trauen sich alles Ernstes gegenüberzustellen Christoph Wiederkehr. Ja, der ein Stadtratsbüro übernommen hat, wo viele Jahre lang nicht das Richtige gemacht worden ist. Es ist richtig. Sie trauen sich gegenüberzustellen Christoph Wiederkehr, der sich bemüht, der hackelt und der Vorschläge vorlegt. Trauen Sie sich gegenüberzustellen dem Herrn Bildungsminister? Das trauen Sie sich. Das trauen Sie sich bei dieser Untätigkeit auf Bundesebene. Das ist ja unverschämt. Ja, und dann machen wir gleich weiter beim Herrn Bundesminister. Ich kann nur wiederholen, was meine Kolleginnen und Kollegen schon gesagt haben. Wofür stehen Sie eigentlich? Wofür stehen Sie eigentlich? Und ich sage Ihnen jetzt was ganz Ehrliches. Nicht nur wir hier und nicht nur die Menschen in Österreich, sondern auch Ihre Kolleginnen und Kollegen wissen nicht, wofür Sie stehen. Schauen Sie mal Ihre Blicke an im Ausschuss oder heute bei der Rede. Die wissen ja auch nicht, was Ihre Vision ist, was Ihre Vorstellung von guter Bildungspolitik ist. Ratlosigkeit, das herrscht vor im Unterrichtsausschuss, auch bei Ihren Kolleginnen und Kollegen. Keiner weiß, wofür Sie stehen. Diese Bundesregierung hat Bildungspolitik abgeschrieben, gekübelt, da tut sich gar nichts mehr. Sie sind nämlich kein Ermöglicher, sondern Sie sind in ganz alter ÖVP-Manier ein Verhinderer, ein Blockierer und ein Verwalter. Und wissen Sie, Herr Minister, wir haben heftige Auseinandersetzungen gehabt mit Ihrem Vorgänger Heinz Fassmann. Das können alle hier bezeugen. Und wir waren regelmäßig unterschiedlicher Meinungen. Aber er hatte eine Meinung zu Dingen. Er hat eine bildungspolitische Vorstellung gehabt. Ja, die war eine andere als unsere. Aber sie war da. Und bei Ihnen merkt man einfach gar nichts mehr. Und das merken alle Menschen in Österreich. Von Ihnen hat man keine Ahnung, wie Sie stehen zur Schulautonomie, zu einem bundesweiten Chancenindex, zu im Schulsystem verankerten Bildungsinnovationen. Stille, Stille, nichts hört man. Und dann haben wir im Ausschuss Ihre Visionslosigkeit beklagt. Wir haben uns beschwert, dass keine einzige Gesetzesidee in den Ausschuss gekommen ist. Keine einzige. War nur Anträge der Opposition. Keine einzige Idee, sondern unverbindlicher Entschließungsantrag zum Thema Energieeffizienz. Aber dazu reden wir eh später. Und dann haben Sie, ich habe mir das notiert, Zitat gesagt, wir wollen die Bürokratie eindämmen, deswegen machen wir keine neuen Gesetze. Ja, immer gedacht, das ist ein schlechter Scherz, aber Sie meinen das ernst und das macht wirklich Angst. Stichwort Bürokratieabbau. Eine Umfrage unter Lehrerinnen und Lehrern zeigt, was wir heute hier schon mehrfach jetzt aufgezählt haben, wo überall wirklich zu bürokratisiert wird. Mehrmaliges Eintragen von Noten, mehrmaliges Eintragen von Fehlstunden, mehrmaliges Eintragen von Zeugnissen, mehrmalige Erfassung von Anwesenheiten, doppelte und dreifache Bearbeitung von Verwaltungslisten, unzählige Behördenansuchen, Dutzende Anträge für Zuschüsse, ein Formulardschungel bei Supplierungen, ein Bürokratiemonster-Schulbuchaktion und, die Liste ist unendlich lang. Listen zu führen, die sich niemand anzieht, Berichte zu verfassen, die nachträglich keiner mehr liest und das alles auf dem Rücken der Schülerinnen und Schüler. Herr Minister, hören Sie endlich damit auf, lassen Sie die Lehrerinnen und Lehrer in Ruhe. Schülerinnen und Schüler sind es. Herr Kollege Hammer, ich sage Ihnen jetzt was. Ja? Sie sind nämlich da ein ganz spezieller Fall dafür. Schülerinnen und Schüler sind es nämlich, die ihren, ja, da zähle ich Sie dazu, die ihren Bürokratiefetischismus aushalten müssen. Und das ist nicht lustig, weil das hat Konsequenzen. Wenn Lehrer keine Zeit zum Unterrichten haben, dann stürzen wir ab bei allen Testungen. Und das sehen wir. Rechnen, lesen, schreiben, überall nur mehr Mittelmaß. Und das ist die nackte Wahrheit. Akzeptieren Sie das endlich einmal. Im Ausschuss haben Sie beklagt, Herr Minister, die Opposition, die schimpft nur, die kritisiert nur. Also erstens einmal, Herr Minister, ist zu kontrollieren die Kernaufgabe
der Opposition. Und ohne Kontrolle gibt es keine Demokratie. Übrigens ein Konzept, was man im Schulfach politische Bildung auch lernen würde. Dringend an der Zeit, dass es das auch gibt. Aber wenn Sie uns nicht glauben, Herr Minister, dass wir Sie kritisieren, dann hören Sie sich doch mal an, was die Politikexperten sagen. In der Kronenzeitung letzte Woche Peter Filzmaier und Thomas Hofer haben für die Kronenzeitung alle Ministerinnen und Minister benotet. Da waren übrigens auch bessere Noten dabei, das war keine Pauschalabrechnung. Aber schauen Sie sich das einmal an. Ja, ich zeige es Ihnen. Raab, Bollaschek und Co., diese Minister müssen nachsitzen. Schlechte Noten bei Bildung und Integration. Der Bildungsminister muss sitzen bleiben. Das sagt nicht die Opposition, das sagen die Expertinnen und Experten. So, und jetzt fasse ich Ihnen noch einmal zusammen, was es bräuchte. Erstens, Bürokratismus radikal reduzieren. Wir verlangen weniger Formulare, weniger Listen, weniger Schikane. Wir fordern 50% weniger Bürokratie in der Schule. Erstens. Zweitens, Vertrauen statt Kontrolle. Machen Sie Vertrauen zum Prinzip und nicht zur Ausnahme. Lehrerinnen sind nämlich Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Drittens, endlich digital und userfreundliche Verwaltungsabläufe. Die gehören dringend vereinfacht und Doppelgleisigkeiten gehören beendet. Und viertens, einen neuen Leitsatz. Lehrkräfte lehren lassen und die Verwaltung verwalten lassen. Lassen Sie Lehrerinnen und Lehrer ihren Job machen, indem Sie Verwaltungspersonal aufstocken und Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeiten bekommen, zu unterrichten. Die Medien, ja, ich habe scheinbar noch welches, tut mir leid, also noch ist sie nicht vorbei. Die Medien haben Ihnen und zum wiederholten Male, Herr Bildungsminister, ein nicht genügend ausgestellt. Als Minister wissen Sie, was Schülerinnen und Schülern droht, wenn sie regelmäßig negativ beurteilt werden. Die Möglichkeiten gibt es aber für Minister nicht. Ganz oder gar nicht, heißt da. Nachsitzen, Klasse wiederholen gibt es für Minister nicht. Und deswegen nützen Sie den Sommer bitte, um in die Gänge zu kommen und eine Vision fürs Bildungssystem zu entwickeln im Sinne der Schülerinnen und Schüler. Janik Schetti, der Jugendsprecher der NEOS, war das. Er wirft dem Bildungsminister Untätigkeit vor. In der Regierung passiere nichts, etwa beim Thema Schulautonomie oder beim Chancenindex.